genau jetzt pokert auf das zweite Qualifying mit dem Q-Reifen. I could not avoid the crash with other pilot. Das, was normal im Team ist, ist im Qualifying ist eben jeder Fahrer für sich. Dienstag war nochmal der private Testtag, so wie bei allen von unseren Rennen. Es gibt immer noch einen privaten Testtag, wo die Teams nochmal testen können, bevor die offiziellen Sessions losgehen. Wir hatten unsere Hausaufgaben schon recht gut gemacht, weil vor zwei Wochen der Pre-Test hier war. Und da haben wir Übersetzungsdaten haben wir sowieso von den vergangenen Jahren. Und eben Übersetzung war kein Problem und die Motorräder liefen auch recht gut und Fahrwerk wurde auch super angepasst. Daher hatten wir am Dienstag jetzt nicht so viel zu arbeiten, sondern eben an uns fahren und dass wir eben Runden machen. Und ja, und heute ging es eben mit den offiziellen Sessions los. Da stand zuerst das freie Training an. Das war 2 Stunden und ja, da waren wir von den Zeiten recht gut dabei. Leider hatten wir kleine Probleme dann mit den Benzinpumpen in den Tanks. Dann konnten wir das noch nicht ganz beheben. Danach stand das erste Qualifying an. Im Qualifying fährt man ja meistens so 4-5 Runden nur, eben auf eine gute Zeit. Da hat das dann funktioniert mit den Benzinpumpen und da war auch nichts verstopft. Das, was normal immer Team ist, ist im Qualifying ist eben jeder Fahrer für sich. Und da geht man nochmal in sich und ist extrem konzentriert und auch motiviert, dass man sich selber ein bisschen zeigen kann. Ja, da bin ich eben richtig motiviert und fokussiert rausgegangen. Hatte dann auch gleich in der ersten fliegenden Runde eine gute Zeit gesetzt. Und leider gab es dann Probleme von den Track Limits angeht, weil der Sensor einen Fehler hatte. Also auf jeden Fall wurden nicht nur von mir, sondern von extrem vielen Fahrern die Rundenzeiten gestrichen. Darunter auch meine Beste. Da war ich natürlich am Anfang aus dem Häuschen, ist klar. Das hat sich dann geregelt, die Rundenzeiten wurden wieder zurückgegeben. Und ja, da war ich eigentlich recht zufrieden da mit meiner Rundenzeit. Ich war zwar im freien Training, war ich ein bisschen schneller. Aber es waren nur 2 Zehntel und ja, beim 24-Stunden-Rennen ist das Qualifying eben nicht so ausschlaggebend, weil das Rennen so lange dauert. Dennoch sind wir fürs zweite Qualifying sehr motiviert. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir fürs Nachtraining das ansteht, dass wir die Probleme mit den Benzinpumpen in den Griff bekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und dass wir dann ein gutes Rennen haben werden und auch natürlich die Sessions, die vor dem Rennen noch anstehen, das Qualifying, dass alles super funktioniert und dass wir auch im Rennen ein super Rennen haben werden. Das ist mein Ziel und das schaffe ich. Heute zählt es. Ja, im Nachtraining haben wir gemerkt, dass es besser läuft. Und es war bereit für das Q2. Heute war das Wetter besser. Wir hatten kältere Temperaturen, was bedeutet mehr Grip. Ja, und dann ist es losgegangen. Um 9:30 Uhr ist mein Qualifying gestartet. Natürlich wie immer nervös, aber das braucht es, die Nervosität. Bin extra ein bisschen später rausgegangen, dass ich nicht mit dem ganzen Haufen auf der Strecke bin und freie Fahrt habe. Und dann war es auf der Gegengerade rot. Es ist irgendeiner gestürzt und aber drinnen können. Und dann ist natürlich Gedanken, wo du denkst, jetzt habe ich schon eine Runde mit dem Reifen gefahren. Er hat ja nur 2-3 Runden. Kann ich noch so abliefern? Und dann ist er grün geworden. Ich habe das gleiche System gemacht, gewartet eine Minute lang, bis die anderen weg waren. Und eine freie Fahrt für mich alleine. In meiner ersten Runde hatte ich nicht so ein gutes Gefühl, Fehler gemacht. Es war sehr speziell, rauszuspüren. Ja, ist jetzt das schneller, weil es hat sich sehr ähnlich angefühlt. Wir reden hier von einem Zehntel pro Kurve, wo man vielleicht gewinnt mit so einem Q-Reifen. Und das spürt man halt schlecht.
Nachdem ich die Runde fertig gefahren bin, hatte ich auf dem Dashboard 54,4 und dachte, doch, es geht doch. Und dann voll Fokus auf die zweite Runde gesetzt. Leider immer noch mal einen kleinen Fehler gemacht zwischen ihnen. Aber es gibt nie die perfekte Runde von dem her, das kannst du nicht erwarten. Aber trotzdem ist am Schluss nachher die 53,7 auf der Uhr gestanden. Das hat bedeutet 2,1 Sekunden in der Spitze von der Wechsteam. Ja, ich habe die letzten paar Tage dem Team gesagt, die 53er ist mein Ziel und das schaffe ich. Und ich glaube, sie haben mir so geglaubt nach den Daten. Aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen, ja, man weiß nie genau, ob ich es dann wirklich kann. Und ich habe es dann hergebracht und als ich über die Ziellinie bin, habe ich wirklich zuerst mal gejubelt. Ich habe in den Helm hineingeschreit, weil ich es endlich auf der Uhr hatte, zum ersten Mal. Oder auf dem Dashboard. Und da freust du dich natürlich extrem, wenn man es dann endlich schafft. In so einer Zeit hat man sicher Druck weg, auch für mich selber. Ich konnte es mir selber beweisen. Ja, jetzt, heute Nachmittag ist es noch etwas entspannen. Wir werden ab morgen nicht mehr so viel Zeit haben, runterzufahren. Es wird nicht mehr viel Schlaf geben. Und darum jetzt nochmal wichtige Zeit erholen, trinken, sich vorbereiten, richtig mental auf das Rennen. Um 17:30 haben wir noch Pitwalk, Autogrammstunde für die Fans. Und ja, ich hoffe, dass ich morgen einen guten Start herlege und mich in der Startphase gut zeigen kann. Und dann darf ich heil am zweiten Fahrer abgeben. So, the plans change. We thought it was a dry race, but today morning started to rain a lot. So we changed the plans. Nico will start the race directly after is me. So the motivation is here. We have a good bike on wet conditions, so it's really important to have the maximum feeling. As you know, into the race we have to serve a penalty because of yesterday. We had a bad luck on my qualification. I could not avoid a crash with other pilot. Luckily, the both riders are okay, and we had time to fix the bike, so it's really good. And P14 is not a bad place on wet conditions, so fingers crossed for today's race. Dein 5-Rappen-Daily, das einfach nichts kostet. Und sich das ganze Rennen für sich. Ja, morgens waren wir noch ein im Struggle gesehen, Startfahrer, was wir machen, was wir nennen. Es hat dann wirklich nach Regen ausgesehen und auf das haben wir uns näher dazu entschieden, dass wir den Nico starten. Es war schon eine gute Wahl gesehen, sicher auch mehr von Reihenfolge, die wir noch geändert haben. Marcel hat dann eigentlich auch sofort in den trockenen Bedingungen auch seine Pace fahren, die er kann fahren. Und es hat sich auf dem her hat eigentlich alles gut angefangen, so wie wir es eigentlich geplant haben. Wir haben auch die Stop and Go, die wir hier unverdient einkassiert haben. Ja, die Strafe, die wir absitzen mussten. Und dort ist noch, ja, ist, wenn wir ein bisschen Trouble reinkommen, ist der Nico hat plötzlich signalisiert, dass er wechseln will. Und ich bin schon vorne noch gestanden beim Stop and Go Point. Ich musste dann hinterher säckeln und dann im Hotel in 2 Minuten alles anrüsten. Als Nico seine neue Pneu bekommen hat, hat er von Intermediates auf Trocken gewechselt.
eben mit den Intermedias gestartet. Nein, mit die scheiß Stop and Go Strafe abgekocht, die wir, ja, wir auch gar nicht verdient haben. Und nein, rechts rennen sie Lauf genommen. Wir haben geile Pace, habe ich das Gefühl. Wir haben die Jungs sind wirklich vorangekommen. Sie haben gut gepusht und ja, nicht einmal mehr. Der Effekt hat sie zugeschlagen. Die erste zuerst im Problem gekommen. Wieder, dass wir kein Licht hatten. Schon länger nicht mehr gehabt. Es sind gute Kalben gemacht. Wir haben einen Moment gesucht, bis wir es herausgefunden haben. Es war eine hohe Kacksicherung. Wo gehst du aufgeben? Wieder so ein scheiß 5-Rappen-Teil, das einfach nichts kostet. Und sich das ganze Rennen versichert. Das ist verdammt nochmal nicht normal. Das kann es nicht sein. Und ja, denke ich, ja, komm, kämpfen wir wieder vorne. Geil, wirklich schöne Masse vorangegangen. Plötzlich haben sie wieder angefangen. Und am Schluss hat es ein elektronisches Bauteil im Dorf. Nicht mehr wollen, wir haben wollen. Hat ins Motormanagement hineingefunkt, hat unterbrochen. Wenn es nicht hat sollen. Und so haben wir dann ausgewechselt. Haben auch Zeit beim Fehlersuchen noch verloren. Aber ja, jetzt sind wir unterwegs und ja, hoffe, dass wir nachts wieder vorfahren können. Ja. Ja, nach unseren technischen Zwischenfällen, die wir gestern Abend hatten, konnten wir das Rennen weiterführen. Und ich motiviert dahingegangen, dass wir möglichst weit vorkommen. Wir haben die Nacht auch gut überstanden, aber sie waren nicht genau dort, wo wir eigentlich wollen. Das Niveau war sehr hoch, fahrerisch und technisch. Es hat wirklich keine grossen Zwischenfälle gegeben. Bis dahin noch fast keine Safety-Car-Phase. Und durch das war es hart, die Plätze gut zu machen. Wir haben dann eine Tati, die ist rausgeflogen, mit Motorschaden, glaube ich. Hat eine Ölspur noch gelegt, einer von einem Team, wo 8 Fahrer am Boden sind gelegen, in der schnellsten Kurve der Strecke. Safety Car gegeben, zum zweiten Mal vom Rennen. Erstmal so richtig Safety Car. Und das zum Schluss vom Rennen. Man merkt das halt schon, dass die Motoren langsam ans Limit kommen. Und auch die Fahrer natürlich. Es ist schwierig mit der Motivation, wenn man weiss, jetzt gibt es noch 1-2 Turns, das noch durchzubringen, weil es tut alles weh, man ist müde und man möchte eigentlich noch mal schlafen. Aber kurz nach dem Mittag musste Pedro sagen, ihm länger die Energiereserve nicht mehr, er macht viel Fehler und müsste sogar einen Sturz riskieren. Und das ist so, dass ich und Nico nachher eigentlich zusammen abwechseln die letzten paar Stunden. So. Und viel mehr fahren. Ich bin nachher eigentlich gar nicht aus dem Kombi gegangen oder nicht gar nicht. In den letzten paar Stunden haben wir noch Plätze gut machen, erstaunlicherweise, durch eigentlich die Ölphasen mit Safety Car. Und sind am Schluss auf Platz 15 gewesen, was doch noch mal viel besser war als vorher mit dem Top 20. Ja. Und darum haben wir doch noch sagen, sind wir glücklich gewesen mit dem Schluss. Das bedeutet eigentlich der 8. Platz der EWC-Klasse, 15. im Gesamten. Kann man sagen, ist okay, nachdem mit den allen technischen Defekten und so, ist okay, ja. Das ist so f***ing nervig.
Ja, aber der Frank gefunkt hat. Auch der Frank gefunkt hat, hast du aber gehört. First lap, okay. Nein, gut, okay, first lap, okay. Nein, mit der Hose durchgesehen. Er ist durch! Er ist durch! Er ist durch! Das war ein ganz wichtiges Rennen hier. Ja, der Nico ist hässig geworden und verloren. So. Ah, das ist klein. Hast du drauf? Das wissen wir schon. Alles hast du drauf? Ja. Das ist gut. Very action. Ja, es gibt schon eine Action. Ich bin der Sven. Ich bin Mechaniker beim Team Bolliger seit 5 Jahren. Ja, jetzt sind wir in der Scheisse, ehrlich, Mann. Jetzt muss ich noch einmal. Ich bin kein Bolliger, weil bis jetzt 2020. Das stimmt nicht, 21. Gut.